Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP ist am Wort. Über die Veränderungen der Digitalisierung gesprochen. Und Kollege Daimek, ja, auch in der vorgehenden Debatte haben wir über die Basis, also die grundlegende Basis gesprochen, für auf was überhaupt Digitalisierung dann möglich ist. Das ist entsprechende Infrastruktur. Ich glaube aber doch, es wäre fatal, über die Veränderungen, die in dieser Welt passieren, nicht zu reden oder sich nicht damit auseinanderzusetzen, weil sie passieren. Und es liegt an uns, ob wir dann auch gestalterisch mittätig sein können oder ob wir diese Veränderungen dann in irgendeiner Phase dann einfach akzeptieren. Und ich glaube durchaus, dass die Politik diese Veränderungen begleiten soll. Ich sage aber auch gleich dazu, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir sie nationalstaatlich alleine regeln können, weil gerade das Netz, die Datenkommunikation und vieles mehr ja nicht an nationalstaatlichen Grenzen endet. Und auch nicht der Illusion hingeben, dass wir diese Veränderungen gänzlich verhindern können, weil sie passieren einfach mit oder auch ohne uns. Die Herausforderung wird eher sein, wie können wir möglichst viele auch auf dem Weg mitnehmen bei diesen Veränderungen in der Unternehmenswelt, in der Arbeitswelt, Gesundheit, Bildungswesen und vieles mehr. Und gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, wir als öffentliche Hand müssen uns überlegen, wie können wir bestmöglich die Chancen auch der Digitalisierung nutzen, sei es in der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern oder auch in der Verbesserung, in der Effizienzsteigerung in den Verwaltungsbereichen, in den Verwaltungsbehörden. Ich unterstreiche dabei den Handlungsbedarf, was die Politik hinsichtlich einer Strategie, einer Zielsetzung betrifft, so wie es auch im Antrag vom Kollegen Alm gefordert ist. Diesen Zugang hatten aber auch damals Staatssekretär Mara, Staatssekretärin Stessel, heute Staatssekretärin Dutzter, was auch dazu geführt hat, dass eben ein Prozess zur Erarbeitung einer digitalen Roadmap auch eingeleitet worden ist und wie schon angekündigt, auch wie im Ausschuss schon angekündigt wurde, in den nächsten Wochen präsentiert werden soll. Was die Forderung nach einem eigenen Netzministerium betrifft, kann ich die Intention verstehen. Ich glaube, es geht auch um die Wertigkeit des Themas einfach sichtbar zu machen. Nichtsdestotrotz ist Digitalisierung in meinen Augen ein Querschnittsthema. Das heißt, es ist auch in der Verpflichtung aller Ministerien, sich damit auseinanderzusetzen, sie die Bedeutung in ihrem eigenen Wirkungsbereich auch bewusst zu sein und dementsprechend zu handeln. Also ein Netzministerium könnte sicherlich Themen anstoßen, Vorarbeit leisten, Zusammenarbeit mit entsprechenden Ministern auch umsetzen. Aber ich glaube auch, dass wir mit der heutigen Lösung, dass eben auch zwei Staatssekretariate mit dieser Zuständigkeit auch befasst sind, dass wir an das schon sehr nahe herankommen. Und dass es weiterhin dann auch in der Verantwortung der beiden liegt, die Ergebnisse, die Maßnahmen aus einer digitalen Roadmap auch zu forcieren und entsprechend auch die Ministerien dabei zu unterstützen. Also ich glaube, dass wir da durchaus auf einem guten Weg sind. Die Veränderungen der Digitalisierung passieren mit und ohne uns, so Eva-Maria Himmelbauer, Sprecherin für Innovationen bei der ÖVP.